Kollegen, ihr könnt auch mal ein bisschen hier, ohne dass ich euch mitnehme da am Rand. Ich schwenke mich ein bisschen aus, ne? Wisst ihr Bescheid? Auch vorne. So, kommt sie mal rein hier. Weißt du, das sind wahrscheinlich die Ersten, die sich dann beschweren, dass ich nicht Piep am Bordstein halte, aber wie kann ich das denn, wenn die mir da irgendwie meine Möglichkeit zum Fahren irgendwie, so. Ach, toll, ich komme jetzt auch wunderbar raus. Also halbwegs wunderbar. Ja, ja, klar. Heißt, ich park einfach nie mehr so Piep am Bordstein, dann wird das mit der Ein- und Ausfahren viel einfacher. Super, gell, das ist bestimmt so gedacht. So, der Kollege Kuh hinter mir fährt irgendwie auch zwei Spuren, das muss auch so. Er darf das. Ganz bestimmt. Ist doch kein Problem, mir macht das auch nichts aus. Nee, ich finde das in Ordnung. Mir macht das nichts aus. Lenina Platz, Schaubühne. Ah, was für ein Ding, Lenina Platz, okay. So viele L drin. So. Schaubühne, habe ich auch noch nie gehalten. Liegt daran, dass ich meistens, wenn ich mal hier fahre, dann X10 fahre, aber ansonsten, nö. Ich könnte es auch anfangen, über das Add-on zu reden, was irgendwann mal hier über Harlequin noch erscheint, hallo. Aber... Nö, war ich beim Chocoti schon dabei, da haben wir da schon drüber geredet. Könnt ihr auch mal vorbeigucken. So, 10, 50, 2 und 1. Ja, schon ist aber 1 und 2 rausgedruckt, nur 2 und 1 gesagt. Ja, es tut mir leid. So, Manni da vorne, da kommt ein LKW. Ja, wir sind gerade Zeuge eines tragischen Unfalls geworden, wie ein Scania-LKW die beiden Mann... Ne, wie die Front eines Scania-LKWs wegen zwei Manfred so komplett eingedellt worden ist, dass diese nicht mehr weiterfahren konnten, genau. Und das hätten wir es auch erahnen können, weil da war ein Linksabbieger, so. Und wenn der eine Linksabbieger fahren kann, dann... hat man ja auch schon in der Fahrradfahrschule gelernt, dass die Linksabbieger immer so gleichzeitig abbiegen und dann hätte sie auch gedacht, kann ich fahren und so, ne? Das kann man also irgendwie alles ein bisschen vorausberechnen. So, das hier wird jetzt eng. Sehr eng. Oh. Sehr eng. Kurfürstendamm, Joachim Friedrichstraße. Genau. Boah, das ist laut hier und eng. Boah, Leute, ihr könnt das doch nicht mit mir machen. Der LKW, den habe ich jetzt aber nicht mitgenommen, wo er ausgeschert hat, oder? Nee, der fährt noch. Wunderbar. Ja, er fährt noch. Er fährt noch und er lässt mich rein noch. Wunderbar. Ey, das ist ja unglaublich. Also wenn man auch blinkt und sowas, da achtet die KI auch drauf. Da musst du mal drauf achten. Da achtet die KI drauf, ne? Das ist, müsst ihr mal drauf achten. Ja, genau. 8, 9, 10, 12. Achso, wir hatten die Ansage schon. Ich habe gerade auf die Ansage gewartet, aber... ich, Frevel, hatte gar nicht bemerkt, dass wir schon... dass wir diese Ansage schon bekommen hatten. So, der biegt hoffentlich auch nicht ab. Ja, sieht ganz gut aus. Wenn dann erst nach mir. Nächster, bitte. So, dann bleiben wir hier stehen und dann gucken wir mal hier ein bisschen rum. Hui. Und mit so ein bisschen mehr Verkehr ist das echt ein bisschen ansprechend hier. Wenn ich auch noch gerne ein bisschen mehr Verkehr eingestellt hätte haben können. Noch ein bisschen mehr Verkehr und dann hat man, glaube ich, hier wirklich so ein bisschen Utopia-Stimmung. Ich glaube, es gibt ja auch so ein Utopia-Szenario oder sowas. Armageddon oder sowas in der Art, wo dann hier wirklich des Todes überall voll ist und der Bus überfüllt und die Straße überfüllt, aber dann muss man doch dementsprechend die KI-Einstellung haben, damit das Sinn macht. Weil der KI-Verkehr, also die KI-Verkehr-Density-Dichte, die wird ja zum einen über die Uhrzeit festgelegt, also die Uhrzeit, die man einstellt, aber halt auch noch fast wesentlich über die Option im Menü. Das heißt, man muss natürlich die richtige Uhrzeit wählen und halt auch zum anderen die richtigen Optionen haben, damit man hier genau, Dingenskirchens Zustände hat. Wie heißen die Zustände? Auf jeden Fall Zustände, wo viel los ist. So, jetzt ist also heute irgendwie ist mit Metaphern gar nicht so. Ist mein Gehirn nicht dafür ausgelegt. So, der LKW parkt ein bisschen weit auf in meiner Spur. Darf er das? Weiß ich nicht. Das müssen wir noch rausfinden. So. Ja, man kommt auch ganz gut durch. Genau, Halensee. Und dann, glaube ich, terminiert auch bald der M19 irgendwo. So, die fahren alle nicht rüber, weil die stehen ja, glaube ich, hoffe ich mal. Was wollen die alle zu mir rüber, Leute? Dürfen die das? Achso, die fahren jetzt da vorne rüber. Gut, dann kann mir das eine Wurst sein. Wurst wie Käse. Jo, genau, hier S-Bahnhof Halensee. Und da ist auch wieder so viel los. Also, Leute. Was ist da los? Dann wird es gleich mal Doppeldecker voll hier. Das kannst du ja nicht bringen. Hui. Bei. Na, da passt halt ordentlich was rein. Das ist halt Berliner Fahrzeug, ne? So, Fahrschein. Ein Fahrschein, bitte. Ticket, ticket, ticket. Einmal Fahrschein. 2,40. Und dann 10 und 50. Gute Fahrt. Nächster, bitte. So, alle mal rein hier. Ich bin, glaube ich, ein bisschen zu spät. Ja, ich bin eine Minute zu spät.
Ja gut, aber das ist, glaube ich, das kann es einfach nicht verhindern. Und ich glaube, das ist für Berliner Verhältnisse auch noch ganz in Ordnung so. Ich weiß gar nicht, ob das der M19 oder der M29 war, die in Berlin eigentlich immer so dieses Zeitchaos verursachen. Also einer fährt vorweg und dann kommen drei in Kolonnen und dann kommt wieder 20 Minuten gar keiner. Ich weiß gar nicht mehr, wer das M19 oder 29er. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. So, der biegt auch ab. Brav. Lässt ihn mal einer raus. Dankeschön. So, oh, das Rot. Wie war das immer schön, Kreuzungsbereich freihalten? Ja, das ist, ich bin Profi, aber ich wollte nicht, dass sie mich hier alle irgendwie... Ich darf das schon, ich bin Bus. Auch wenn da eine Haltelinie ist, ich darf das, ne? Ihr dürft das jetzt, also ihr dürft das nicht falsch verstehen. Ich bin Bus, ich darf das. Und als Bus habe ich natürlich Sonderrechte. Ich darf zum Beispiel die Busspur benutzen und die darf ich genau so benutzen, wie ich das will. Nee, eigentlich auch nicht, aber was willst du machen? Du musst ja schauen, wo wir lang müssen. Ich glaube geradeaus. Der Rathenauplatz, der 110, das ist schon von der ganzen Weile nach links gefahren. Und die M29 und M19 fahren hier lang, genau. Also irgendeine der beiden Linien war doch diese Todeslinie auf Doom, die auch relativ lang ist und wo dann genau immer so schöne Kolonnenfahrten und so Kuschelbusse entstehen. Das ist bestimmt, das stelle ich mir total angenehm vor, vor allem im Sommer. Wenn dann im Sommer dann so einem völlig überfüllten, völlig überhitzten, völlig stinkenden, triefenden, fahrgastvollen Bus da sitzen. Das ist super. Was heißt sitzen? Man steht dann da drin, weil sitzen ist halt nicht so, ne? So, Kollege, du... Ich hab noch geblinkt. Das hat er sich gemerkt. Sonst fahre ich aber mal. Hat sie noch gemerkt gehabt, dass ich geblinkt habe? Das wird's gewesen sein. Das ist so eine Situation, wo man dem KI-Verkehr, das darf man dem eigentlich nicht übel nehmen. Man hat links geblinkt oder denkt, gut, du biegst links ab. Also darf ich auch links abbiegen. Ach, kam gerade, ne, kam nicht. Gut, ich nehme halt ein bisschen KI-Verkehr in Schutz. Ich weiß auch nicht, warum. Also irgendwie habe ich gerade das Gefühl, den KI-Verkehr irgendwie in Schutz nehmen zu müssen. So, okay, den Kollegen hier nicht wirklich, weil das finde ich ein bisschen blöd, was er da tut. Aber egal, was haben wir hier eigentlich? Okay, den hätte man ein bisschen besser ausmodellieren können. Das ist aber nur so... Hätte auch einen Static wie Heikel nehmen können. Den Trabi als Static wie Heikel. Egal. Wo ist das so gemacht? Ich glaube, auf Gladbeck ist das irgendwo so gemacht. Auf der... SB24? Da war doch so ein Trabi, der da irgendwie so schief irgendwo drauf hängt. Hätte einfach so ein... Hier, so ein Static Vehicle nehmen können. So ein parkendes KI-Auto. Weil die haben ja auch nicht so wirklich... Sind nicht wirklich Performance-fressen. Genau. Oh. Hm. Gut, Spur halten ohne Markierung. Das finde ich ein bisschen schwierig, aber... Oder biegt ab. Da gucke ich mal, dass ich da rüberkomme. So, hui. Hui. Hauptsache die Gegenrichtung hat eine Busspur. Genau, Josh. Boah, lern mal reden und mach dann Let's Plays, Josh. Mach mal so rum, ist viel besser. Eschwirb ist voll blöd. So, also hier haben wir den M19 noch hier an uns kleben. Aber der biegt dann hier rechts ab und wir fahren noch ein paar Meter schon. Oh. Mhm. Warte mal. Das ist, wobei es hat nicht gepasst. Okay. Immer bitte Kurzstrecke. Immer bitte Kurzstrecke für dich. So, das sind einmal hier 1,40. Wären dann 10,50 zurück. Nächste bitte. Fahrschein, so 2,40. Hier sind dann einmal 10,50 und 2. Ah, oh, sie hat 10 gegeben. Okay. Ich hätte jetzt wieder Geld unterschlagen. Das geht ja mal gar nicht, gell? Wäre alles am Ende vom Tag rausgekommen, wenn wir die Abrechnung gemacht hätten. Wäre alles rausgekommen hier. Hier hat Fahrgast 5 Euro unterschlagen. Wird sofort gefeuert, genau. So wird es bestimmt sein. So, ihr fahrt alle nicht links. Ihr seid liebe KI-Autos. Hoffe ich mal. Von mir für Gegenspur. Sind die bestimmt. Die sind alle handzahm. Klong. Boing. Bing. Dankeschön. Lünerstraße. Ich glaube, da hält man auch nicht. Genau, hier hält man auch nicht mit dem X10. Das sind alles so Haltestellennamen. Die kennt man alle gar nicht, wenn man sonst so X10 fährt. Boah, man hätte wieder alle Milchkanne hier. Egal. Die Leute sind ein bisschen lauffaul. Guten Tag. Guten Tag auch die Dame. Na gut, da wird man schief angeguckt, wenn man Hallo sagt. Das ist... Die Freundlichkeit der Leute ist super. Man würde sie sogar in manchen Situationen als Güter bezeichnen, aber das ist... Ich glaube, das stimmt nicht, weil ich bin ja kein Güterbus, ich bin ja ein Linienbus, ne? Wegen Personen und so. Ich bin der ÖPNV. Und nicht öffentlicher Personen-Güternahverkehr. Hertha-Straße. Genau, und da freuen wir uns wieder ein bisschen voller. Yay! Stau, Verspätung, juhu. Oh. Zu starke Bremsmanöver. Das sind einfach solche Sachen, die finden... Oh. Finden die Fahrgäste toll, die finden den Zuschauer toll. Also die Frage ist, können wir hier rollen oder bleiben wir stehen? Weil, bleiben stehen, okay.
Weil der Bremsdruck der Haltestellenbremse ist, wie ich schon ein paar Mal festgestellt habe, relativ gering. Also wenn du da ein bisschen an einem Abhang stehst, dann rollt dir das Ding einfach mal runter, ne? Das ist super. Ja, können wir mal weiterfahren. Achso, für die, die sich interessieren, was es hier für ein Bus ist, das ist der DL05. Also der 2005er hier. Doppeldecker lang 2005. Weil irgendwie finde ich den best. Also du wartest, ich blinke nicht links, das heißt, ich darf fahren. So. Super. Ach, hier treffen wir wieder auf die 110. Das ist ja aber auch mal was, dass wir fahren können, die 110. Weil die fährt ja irgendwie hier so Betriebshof lang, glaube ich. Ja, die biegt hier rein. Sieht ein bisschen kleiner und gemütlicher aus. Ich teaser mal noch nicht zu viel. Hör, das ist voll langweilig. Fahr mal was Gescheites. Ja, ihr könnt auch mal Vorschläge machen. So sieht es nämlich aus. Mach doch einfach mal Vorschläge. Nicht immer nur meckern, dass irgendwas falsch ist oder sowas. Ja, schon, wir meckern doch gar nicht. Es ist immer nur deine blöde Stimme, die nervt übrigens. Gut, nur ich habe jetzt damit auf. In Staffel, genau. Wir hören dafür in diese neuen Staffel jetzt damit auf. Wobei, ich glaube, das halte ich nicht durch. Das ist das Problem. Jetzt in der neuen Staffel einfach damit aufzuhören, das ist, stelle ich mir sehr schwierig vor. Ist leider nicht so. Oh, das ist ein Eng hier. Genau, ich schwöre, ist voll ein Eng hier. So, die Delbrückstraße. Dann haben wir es, glaube ich, auch gar nicht mehr allzu weit. Ich luge mal ganz kurz auf den Fahrplan. So, schauen wir mal geschwind. Delbrückstraße. Genau, es sind noch 4 Haltestellen. 4 Stationen. Ja, was heißt 4? Noch 3 eigentlich, weil wir erstmal noch zum Terminus bzw. zur Ankunft vorrücken müssen. Wir hätten dann ein paar Minuten schon Pause, wird es wieder zurückgehen. Ist heute aber nicht so, weil wegen, genau, Let's Play beide Richtungen fahren, kommt bestimmt auch immer sehr gut an. Sollte ich so einführen, ich müsste nicht abbiegen, oder? Ich glaube, geht geradeaus. Hoffe ich mal. Wenn es halt nicht geradeaus geht, dann haben wir halt ein Problem. Wir sollten jetzt ein bisschen in der Gegend rumfahren, da kannst du auch nichts machen. Genau, da halten wir doch wieder mit dem X10, wenn wir den fahren würden. Also ich bin so bekannt vor, das ist super hier, gell? Hui, Josef Joachimplatz. Ach, möchte jemand aussteigen? Gut. So 2 Meter weiter will auch kein Mitnutz. Jetzt mitfahren, was bist denn du? Habe ich gesehen, was du bist? Nö, bin ich nicht. Ach, eine M29. Ach, die hat ein Schild ausgeklappt. Das ist auch cool. Habe ich auch so ein Schild. Ich hab nicht so ein Schild. Ich habe ja auch so ein Schild. Wartet mal. Habe ich auch so ein Schild. Kollege, du stehst mir ein bisschen im Weg. Ich würde gerne gucken, ob ich auch so ein Schild habe. Müsste eigentlich da drunter hängen, gell? Ah. Okay, es funktioniert nur irgendwie nicht. Yay, mein M29-Schild funktioniert. Ach doch, natürlich funktioniert. Das hat nur kein Geräusch gemacht. Gut. Hat mich etwas irritiert, aber jetzt wissen wir auch 2-mal. Also falls auch hier unsere tolle digitale Matrix-Anzeige auf der Seite ausfällt, dann wissen die Fahrgäste auch, welche Linie wir haben. Super, gell? Ach, so viel Ausweich hier drin ist, also hier auf der Strecke. Ich glaube, hier fährt gar nicht so viel. Noch der X10 und dann ist auch gar nicht mehr so allzu viel anderes, was da ist. Gehen wir mal eine der letzten Stationen. Ich glaube, die 110 haben wir schon hinter uns gelassen und ist hier echt nicht mehr so viel. Die 115 kommt ja auch bald hier hinzu von irgendwo her, aber es ist noch nicht hier so weit, oder? Nee, ist noch nicht so weit, genau. Nur der M29 und der X10. Ich hoffe mal, dass wir nicht so halten, dass die Leute am Ding da aussteigen müssen. Ja, knapp davor. Genau, erstmal schön durch den Dreck laufen. Ist eine gute Idee. Hui. So, Möbel Hyper Repaint. Super. Voll die weltwichtige Information, die wir jetzt alle brauchen. Was? Ich hab die was, du hast die Information nicht gebraucht. Das tut mir aber leid. Jo, da vorne. Ich denke mal geradeaus. Wenn da nichts steht, dann fahren wir mal geradeaus. Ist voll innovativ. Ich glaube, da müssen wir abbiegen, oder? Genau, X10 dahin und wir fahren geradeaus. Ach, so war das. Jetzt fährt er einfach, genau. Ich fahre auch mal. Rosenegg, Endhaltestelle. Sie können noch bis zur Betriebshaltestelle mitfahren. Was? Dürfen die das? Anscheinend dürfen die das. Wenn Mozart das sagt, dann dürfen die das. Gut, dann fahren die halt noch mit. Ist okay. So, Rosenegg einmal hier rein und dann fahren wir noch zur Betriebshaltestelle da in die Schleife mit. Wer auch immer noch rein mitfahren will, ich weiß es nicht. Ist noch jemand da? Möchte überhaupt jemand mitfahren? Nö. Wow. Die Ansage hat sich so unglaublich gelohnt. Und generell gegen Ende sind es irgendwie alle ausgestiegen. Die wollen alle nicht mit mir fahren. Aber die sind nicht infolge des Unfalls ausgestiegen. Das finde ich auch nicht schlecht. So, dann einmal hier in die Schleife rein. Hui. Fahr mal, Kollege, dann kann ich hier einmal. Hui. Hui. Hui.
Kapiseln wir richtig, genau. Terminus M29-115, genau. Roseneck, Endhaltestelle. Sie können noch bis zur Betriebshaltestelle mitfahren. 115er hält hier auch. Okay, ich hab mir gedacht, der fährt woanders los. Die sind wir auch schon mal gefahren, die 115. Ach, der kommt von hier raus, oder was? Nee. Hä? Ich verstehe das gerade nicht so wirklich, aber das brauche ich, glaube ich, auch nicht. Der 115er, warum ist denn der auch hier? Wahrscheinlich ein Kurzläufer oder sowas. Ah, okay. Josh, es gibt so Sachen wie Kurzläufer, wusstest du? Nee, eigentlich nicht. So, was machen die da? Die warten auf die 249 und das ist eine Endhaltestelle. Cool. Und ihr hier wartet nur auf den M29er. Gut, also auf mich, aber auch ich habe jetzt Pause. Ich mache jetzt hier Aufnahmepause und mach vielleicht mal die Türen auf hier. Kann man eigentlich auch die hinterste Tür aufmachen? Warte mal, das ist ja die für die mittlere und das ist für die hintere, oder? Ah, dann machen wir ein bisschen Lüftung hier. So, das finde ich nämlich ganz gut. Sonst wird es so stickig bei uns im Bus. Das ist ekelhaft. So. Beim Fahrgäste, die miefen, das ist unglaublich. Also, ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal mit hier beim Let's Play von Omsi 2. Yay, für die Staffel von Innovativ hat sich irgendwie nichts geändert, gell? Ändert sich auch nichts von Staffel zu Staffel. Ist einfach nur wie immer, ne? Hat einfach eine neue Zahl und eigentlich hätte ich voll die Staffelpause machen können jetzt. Und voll erstmal 2 Monate was anderes. Aber nee, das ist. Das wäre, glaube ich, nicht so in Ordnung gewesen. Wir sehen uns dann, wie gesagt, das nächste Mal wieder. Bis dahin, mach es gut und tschüssi.